Weather surveillance indicates turbulence out there. Try not to get knocked out of the sky. Got it. Where does she think she's going? You want to head out with the boss? That'll be the day. I don't see a problem with it, so long as she's with you. She's a crack shot, damn fine scout. Well suited for a clandestine op, which is more than I can say for the others. There's nothing damn fine about this thing. Here. Hey. Blades. Wait a minute, that thing costs a lot of money. See each individual blade and a depth perception. One in. This is ridiculous. She doesn't talk. How could you possibly stay in communication? Right. I like working solo anyway. Ja, cool. Und damit herzlich willkommen zurück zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Gerade eben habt ihr es gesehen, wir haben noch eine kleine Tristan-Sequenz bekommen, beziehungsweise ich habe gerade noch eine bekommen, als wir... Huch. Die Sonne ist böse. Nee, auf jeden Fall, ich habe versprochen, ich mache die ganzen Zielübungen nochmal. Ich habe jetzt alle gemacht. Und als ich dann auf dem Weg zurück zur LKZ hier war, coole Fotos übrigens, ja, dann kam die Zwischensequenz und die habe ich zum Glück noch aufgenommen. Sonst hätte man die nämlich gar nicht gehabt. Ich weiß nicht, wieso wir die jetzt einfach so bekommen haben, ob das vielleicht daran liegt, weil wir jetzt so lange auf der Mother Base waren oder einfach weil, ich glaube, die kommt einfach sobald man, nachdem man Quiet hatte, dass sie dann, ja, versucht mitzukommen. Wie auch immer, keine Ahnung, auf jeden Fall, wir haben Quiet mitgebracht. Die ist jetzt bei uns auf der Mother Base, die Meuchelmörderin. Ich bin immer noch der Meinung, dass es dieselbe war, die uns auch schon in Zypern aufgelungert hat. Im Krankenhaus, als wir aufgewacht sind aus unserem Koma. Aber naja, wir haben diverse Kassetten auch, aber... Das ist ja egal. Wir können vielleicht nachher mal welche angucken. Das haben wir doch schon mal gemacht. Externe Aufträge. Das Tutorial haben wir doch schon mal gemacht. Bringt er das jetzt schon wieder? Oh, diese Ladezeiten. Ich logge mich gleich aus dem Server aus. Denn gerade im Hintergrund tue ich nochmal hochladen. Und das merkst halt. Genau, ich wähle den jetzt und... Ja, wow, das... Unit dispatched. Kommt das jetzt jedes Mal, wenn ich das Spiel neu starte, aber wenn ja, dann schreie ich.
Das weiß ich doch. Guck mal, ich habe ja vielleicht sogar eine Belohnung noch von der letzten. Oh, Spiel. Du machst es mir nicht leicht. Deswegen bin ich eigentlich noch drin gewesen wegen dem Tagesbonus. Den können wir ja ruhig mitnehmen. So, und jetzt trenne ich. Ja, bitte. Danke. So, damit reduzieren wir definitiv die Ladezeiten für alles. Und aktuell können wir eh noch keine FOB-Missionen machen. Deswegen, ja guck mal, hier wird eh noch gebaut an unserer normalen Motherbase. Und ich glaube, solange wir hier noch eine richtige Baustelle haben, können wir eh noch keine FOB machen. Würde sich wirtschaftlich nicht mal lohnen. Sage ich jetzt einfach mal so. Auf jeden Fall, wir haben Quiet mitgenommen und haben noch diverse Nebenmissionen und noch zwei Hauptmissionen aktuell. Wir könnten einen, was ist das? Goldenfarbenen, wir können den Bionic Arm in Gold entwickeln, aber wir haben unseren Betäubungsding. Ich glaube, das lassen wir auch erstmal so. Was ich jetzt allerdings gucken möchte, nö, eigentlich nix. Ich bin gerade mit unseren Waffen, die wir haben, eigentlich zufrieden. Obwohl, das C4 möchte ich gerne. Dass das vielleicht ein bisschen besser ist. Die Rauchgranate. Wir haben das Geld. Machen wir einfach mal. Warum drücke ich eigentlich immer Nein? Bei D-Horse ist noch nichts. Hubschrauber, können wir den Hubschrauber verbessern? Guck mal, ermöglicht schnelleren Einsatz in Missionengebieten. Das können wir doch entwickeln lassen. So, der Lautsprecher. Luftbodenraketenwerfer. Braucht unser Heli-Raketenwerfer? Flares wäre natürlich gut. Panzerung können wir leider noch nicht. Aber ich würde mal sagen, hier, guck mal, Flares. Täuschkörper, die sind niemals schlecht. Und auch sowas hier sollte vielleicht an unserem Hubschrauber dran sein. Aber ich glaube, das muss ich jetzt erst anpassen, gell? Hubschrauber, genau. So. Das ist jetzt eins und jetzt ist es so. Erhöht das die Haltbarkeit? Nee, kürzere Entsendungszeit. Okay. Hauptwaffe, machen wir jetzt die Raketen dran. Da. Da sind sie. Das Gatling-Gang ist ja schon dran. Und die Täuschkörper. Panzerung können wir noch nicht geben und wir können das Ding eine Farbe verpassen. Das ist ja geil. Ne, schon mit irgendeinem krassen Muster. Ach ja, stimmt, das haben wir schon gemacht. Ich bin doof, ich weiß. Ja, wir haben es ja so à la Afghanistan so ein bisschen wüstig gemacht. Wie sieht denn das hier aus? Ja, guck, das können wir so lassen. So. Können wir sonst gerade irgendwas anpassen, außer mal... Ne, das Omega-Dox, ich finde das eigentlich ganz gut. Wenn ihr irgendwelche Beschwerden habt, wir können das jederzeit ändern. Ich warte nur drauf, dass wir halt ein paar bessere Teile kriegen. Die Grundfarbe von unserer Motherbase lasse ich mal so. Was wir jetzt auch hier machen können, wir können halt gucken, wie die Einheitenfunktionen sind. Forschung D-Horse ist auf A und die restlichen für einen Hubschrauber und für Waffengegenstände auf D. Das hier ist alles auf E, aber Plattformbau E ist klar. Was? SS? Ach, Russisch, die Funkunterstützung, die Dolmetscher. Unterstützung, Fultenrettung ist auch noch auf E. Entsendung, Lieferung auf D. Ja, das ist ja alles noch in den Entwicklungsschuhen. Ich meine, wir sind jetzt gerade eben erst dabei. Guck mal, wir sind jetzt, das Stärkste ist jetzt Level 14, unsere Kampfeinheit, und die ist schon voll. Mit 35 Leuten. Das ist ja nix, ist das. Obwohl, wenn wir uns jetzt mal angucken, In Peace Walker hat man nach 300 Leuten voll. Dann ging nichts mehr auf die Motherbase. Beziehungsweise man hatte, glaube, 350 konnte man machen. Ja, genau, 350. Aber nur 300 hatten insgesamt Platz in den ganzen Stationen. Und die anderen 50 konnten halt dann im Wartebereich ausharren, aber dann war Motherbase voll. Und hier können wir jetzt inzwischen wie viele aufnehmen? Na, das wird ja noch mehr, also das kommt schon noch. Egal. Jetzt gucken wir mal. Wir haben noch ein paar Nebenmissionen. 4 Stück in der Zahl. Aber ich habe es euch versprochen, wir machen jetzt auch mal wieder eine Mission.
Unterstützung. Guerilla-Rebellen starten eine Offensive. Eliminieren Sie so viele Kampffahrzeuge wie möglich, um die Verstärkung der Sowjets zu schwächen. Gibt's auch eine Infokassette? Boss, the rebel guerrillas are launching an offensive against the Soviets. Our job is to eliminate as much as we can of the Soviet mechanized unit that will come in as reinforcements. The more vehicles you can take out, the higher our pay will be. But the mission's a failure if you can't manage to eliminate a single one. A race against the clock, with plenty of targets to choose from. Show 'em your best stuff, boss. Okay. Probieren wir mal. Jetzt möchte ich gerade gucken. Erlernbare Fähigkeiten. Arzneimittelentwickler, Elektrospinnen-Spezialist, Kybernetik-Spezialist. Die sollten wir vielleicht sammeln. Jetzt gucken wir mal. Wo lande ich denn am besten? Ich könnte jetzt auch inzwischen hier landen, aber hohe Gefahr. Ich glaube, das ist nicht so gut. Landen wir mal hier. So. Genau, das lassen wir jetzt machen. Und der Rocket Launcher ist schon ausgerüstet. Deswegen ist der Rocket Launcher ausgerüstet. War der noch out? Nee. Keine Ahnung. Ich guck. Weswegen hatten wir den ausgerüstet? Weiß ich das noch oder habe ich das vergessen? Weil wir hatten letztes Mal ein Scharfschützengewehr. Ich habe auch vergessen, mich zu waschen. Ich sehe es gerade. Ups. Das hat man gemacht, ich weiß, aber jetzt habe ich es total vergessen. Ich würde sagen, wir laufen heute mal mit dem hier rum. Mit unserem Ground Zeroes Anzug. Das soll ja gut gegen Schaden sein. Ich glaube, wir werden heute ziemlich auf die Kacke hauen. Da gucke ich auch, dass ich dementsprechend auch die richtige Ausrüstung dabei habe. In Form von Handgranaten, C4, Attrappe. Können wir so lassen. Ja, die Leuchtgranate lasse ich weg. Gegenstände haben wir auch noch nichts Neues außer einem zweiten Karton. Aber ich glaube, das ist in Ordnung so. Und Hauptwaffe, nehmen wir auf jeden Fall den Raketenwerfer mit, wenn wir uns hier ein bisschen durchprügeln werden. Dann nehmen wir das hier mit. Das ist aktuell das Einzige. Obwohl wir könnten, ausnahmsweise, weil ich glaube, das wird heute eh laut, mal ein anderes Gewehr nehmen. Wie sieht es mit dem hier aus? Guck mal, das können wir doch mitnehmen, oder? Hat zwar nur 20 Schuss. Oder wir nehmen das hier. Das SVG. Oder wir nehmen mal ein Gewehr. Granatwerfer haben wir dann noch keins. Hier, guck mal, das ist übrigens auch die Schrotknarre, die wir durch das Day One. Ne, nicht Day One. Ich glaube, das war sogar von der Collector's Edition. Das Waffe, die Waffe da. Mit Gold. Abgesägte Doppellaufschrotflinte. Jetzt ist die Frage, Schrotflinte? Nee, komm, wir bleiben bei... Nee, ich möchte... Effektive Reichweite, Schussbild... Ich nehme mal das hier mit. Wir benutzen auch mal andere Waffen. Und da nehmen wir auch mal... Was haben wir denn da? Die Adamska finde ich halt richtig cool. Ihr wisst, wo die ein bisschen herstammt. Adamska. Adam. Gell? Ocelot. Daher hat die wahrscheinlich ihren Namen. Es könnte vielleicht sogar sein, dass es die Waffe ist. Warte mal. Ein Revolver-Skalpel ist mit dekoriert mit hochwertigen Gravuren, der angeblich von einem berüchtigten Dreifachagenten benutzt wurde. Ja. Ja, das ist die Pistole, die Ocelot in Operation Snake Eater benutzt hat. Beziehungsweise damals noch bei der virtuosen Mission, bevor er ja zu den Revolvern umgestiegen ist. Das ist wahrscheinlich sogar die. Dann nehmen wir die doch tatsächlich mal mit. Und wieso ist... Hä? Okay, wir haben einen Bug gefunden. Ich möchte, dass das gelb ist. Jetzt ist gelb. So. Unser D-Horse hat auch... die Kampfausrüstung. Dann würde ich sagen... Auf in die Schlacht. Bin ich mal gespannt. Also wir müssen auf jeden Fall gucken, es gibt ein paar... Ich weiß nicht, ob es vielleicht Gefangene gibt oder Wachen. Also auf jeden Fall, ich möchte gerne diese drei Spezialisten dabei haben. Weil Spezialisten kann man nie genug haben. Ich habe es in Peace Walker gemerkt, als ich es privat nochmal ein bisschen durchgezockt habe. Manche, wie zum Beispiel jetzt dieser Kybernetik-Spezialist, der wird irgendwas Spezielles uns zum Entwickeln freigeben. Und wir wollen ja so viel wie möglich entwickeln, deshalb... Immer gleich mitnehmen, wenn das uns wenigstens schon mal angezeigt wird.
Und dieser Arzt, nein, ich glaube, ihr stimmt mir mit überein, dass wir auch was für unsere Sanitätsplattform brauchen. Boss, your objective is to eliminate as many enemy combat vehicles as you can. For this mission, we're backup for the guerrillas offensive. That means our mission isn't over until theirs is. Keep an eye on the remaining time. Okay. Bear in mind that you'll fail the mission if you don't take out a single vehicle. Ja, ja. As for payment, the more vehicles, the bigger our paycheck. So give them a real fireworks show. Ich sehe schon das erste da hinten im Hintergrund. Ich glaube, wir haben einen guten Platz ausgesucht. Okay, ich sehe zwei und der fährt nach da. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den, wa? Der hier gleich in der Nähe ist. Pentazemin wurde... Achso, nee, das wurde jetzt hinzugefügt. Wahrscheinlich eine weitere Stufe, weil wir haben... Haben wir Pentazemin dabei? Ja. So, wie machen wir das am besten, dass wir am wenigsten Aufmerksamkeit erregen? Ich glaube, das geht gar nicht, gell? So, am besten hinter einem kleinen Bergchen verstecken. So, und nochmal. Und nochmal. Er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Boss, we have information on new targets. Check your iDroid for their predicted route. Okay, die haben mich gesehen, die haben mich gesehen. Ich hau ab. Gibt's hier irgendwo einen Zwischenweg? Da kommt mal. Da kommt ein Auto, dann mach mal hier eine kleine Falle. Wir müssen ja nicht jedes zerstören. Ich glaube, so viel wie möglich. Was war das? Aha. Die machen jetzt... Machen jetzt hier so Leuchtfeuerwerk oder was? Die mich finden. Solche Drecksäcke. So, ist das hier? Hier ist die Straße. Dann können wir doch hier... Weil der kommt gleich. Machen wir doch hier eine schöne C4-Falle. 1, 2, 3, 4. Ich glaube, das reicht. So, jetzt... Fahren wir mit dem hier ein bisschen zur Seite. Vor allem fahren. Ich gucke, dass ich mich in einem kleinen Berg hier verstecke und dann... Notfalls... schon mal vorsorgen. So. Jetzt. Kommen Sie. Jawohl. So. Willst du hier durch? Ja. Ach, da sind welche. Was? Ich hab grad nicht zugehört. Au! Okay, dann hab... Alter! Lass mein Pferd in Ruhe, Arschloch. Da ist noch einer. Ja, geil. Ich hab grad eigentlich andere Sorgen. So. Meine Fresse, was soll denn das? Mein armes Pferd. Ich glaube, das war eine doofe Idee, hier durchzugehen, weil ich glaube, ich verpasse jetzt den Panzer. Ah, Mann. Jetzt habe ich gedacht, jetzt mache ich hier eine auf coole Abge... Es ist... Sag jetzt nicht, dass es ein Gefangener ist. Boss, you're doing great. Plenty of targets eliminated. Just the pace I'd expect. Das ist ein Gefangener. Was? Okay. Also, ich nehme alles zurück. Gut, dass wir durchgegangen sind, aber... ist trotzdem irgendwie doof. Und vor allem, wir haben jetzt auch keinen C4 und davon auch nur noch 4. Ich glaube, ich muss gleich nochmal Unterstützung nachfordern. Überlebt man das? Ah ja, ich bin ja auf dem Pferd. Wenn das Pferd stirbt, ist nicht so schlimm. Das wird ja dann gleich wieder wiederbelebt. Pferdreanimation nennt man sowas. Na. So, jetzt sind wir wieder auf der Straße.
Das eine fährt weg, das andere kommt uns entgegen. Und ich glaube, so wie ich das jetzt gerade von Oslo bekommen habe, ist es irgendwie ein Gefangenenzug oder sowas. Ich glaube, den da hinten kriegen wir nicht mehr. Oder? Ne, den kriegt man nicht mehr. Der ist gleich draußen. Weil ich natürlich die Abkürzung nehmen musste. Dann holen wir uns wenigstens den Gefangenen. Gibt es halt nicht so viel Geld, aber mein Gott. Geld ist nicht alles. Wir können ja die Mission wieder machen, wenn wir ein bisschen mehr Feuerkraft haben. So, ich habe jetzt nicht wirklich viel Lust, gegen die zu kämpfen. Ich hoffe, ich komme da ungeschoren durch. You've got other targets closing in. You can check their predicted route on your iDroid. The map has been updated. Kommt das hinter mir? Ja. Den krieg ich auf jeden Fall. Mach mal. Tu mal kacken. Gucken, ob das funktioniert. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Was? Das sollte jetzt eigentlich funktionieren. Enemy presence detected. The map has been updated. Da macht sich jemand über uns lustig, ja. Da jemand bin ich. So, schade. Wieso hat das nicht funktioniert? Das finde ich jetzt echt traurig. Und, ja. G-Data, ich finde dich auch super, aber nicht während der Aufnahme. Bitte irgendwelche Werbung schicken. So. Und ja, ich spiele auf der PS4. Oh. Okay, wo? Wo? Wo denn? Ah. Guck mal. Das wahrscheinlich. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den hier und haben wir. Probieren wir mal. Nachschubsignal. Wir brauchen auf jeden Fall Nachschub. Also nochmal, um da zurückzukommen. Ja, ich spiele auf der PS4. Das ist die PS4-Version des Spiels. Aber dank der Avamedia TV-Karte, die ich habe, kann ich halt ohne irgendwie mit Verlust von Sekunden oder so zu spielen, nehme ich halt auf meinem PC auf. Es ist für mich angenehmer. So muss ich nicht immer hin und her stellen, wenn ich mal Konsole oder PC aufnehme. So, alle guten Dinge sind vier. Da kommt gerade der Nachschub. Wie gerufen. Ja, warum nicht? Das trifft sich gut, dass die sich jetzt gleich da hinten treffen. Oh oh. Das wird jetzt doof. Weil da ist schon der nächste. Ist das jetzt sein Ernst? Ich sehe niemanden. Ich habe ihn gerade abgeschossen. Ich sehe niemanden. Los. Dreh dich um. Ich möchte hier nicht unbedingt nochmal einen Alarm haben. Position unbekannt. So. Hm. Schade, aber wir könnten.
Check your iDroid for the details. So. Das ist ein LKW, denn es ist, glaube ich, nicht unser Ziel. So, ein bisschen zurückhalten und dann zack. Mitkommen. So, was hat er da? Ah. Was haben wir denn da Schönes? Einen Raketenwerfer. Ist der stärker als unserer? Probieren wir gleich mal aus. Ich darf ja zugreifen. Hat ja Ocelot zugesagt. So. Noch die zwei da hinten. Wie fahren die? Sonst würde ich nämlich hier warten, bis die kommen. Die fahren so. Weil ganz ehrlich, bevor ich hier jetzt nochmal durch muss und Aufmerksamkeit auf mich ziehe, lock ich doch lieber. The Gorilla's offensive will be ending soon. Boss, there's still time left. Take out as many vehicles as you can. Dann lasse ich doch einfach mal die. Ich weiß nicht, geht das, wenn ich die Phantomzigarre benutze, dass die ein bisschen schneller herkommen? Tatsächlich, das geht. Oh, aber die. Oh, das ist ja schon fast vorbei. Reicht das überhaupt noch? Ja, 40 Sekunden. Oder bleiben die jetzt stehen? Ich sage jetzt nicht, dass sie stehen bleiben. Nee, die kommen. Die kommen. Vielleicht reicht es gerade noch so. Also da ist unser C4 platziert. Das ist für den Ersten, der da kommt. Komm, fahr nochmal ein kleines Stückchen. Jawohl. Eine Zielhilfe. Alter. Was zum Teufel? Ich will die Waffe behalten. Habt ihr das gesehen? Das spaltet sich einfach mal in vier. Wie krass ist das denn? Ich will so einen Raketenwerfer. Ich will so einen Raketenwerfer. Das ist schon krass. Okay, das ist fies, aber egal. Wenn wir Spielzeug haben, dann dürfen wir es ja wohl auch benutzen. Schon krass. So, ich wette, es kriegt eine richtig scheiß Wertung, weil wir so viele gekillt haben und alles. Obwohl, ich glaube, das Töten macht gar nicht mehr so viel aus. So. Haben wir mal ein bisschen Verwüstung angestiftet hier. Und haben zwei Gefangene rausgebracht. Development Project has been added. Betäubungsgranate. Nochmal in Scope und plus medizinisch. Mission complete. Great work. B-Rang und wir sind ein Bär. Das finde ich gut. Bär ist immer gut. So. The NGO that asked us to rescue wild animals isn't ready to take them in yet. So we had no choice but to build an animal conservation platform. The NGO said they'll cover all expenses, including the day-to-day housing and feeding costs. If you're interested, take a chopper over and have a look. Das hört sich gut an. Eine Tierschutzplattform und ein Elite-Soldat. Nicht schlecht. Elektrospinnen-Spezialist, den haben wir. Und Kybernetik-Spezialist, das sind die ich wollte. Boah, da habe ich aber richtig Glück gehabt. Boss, if you got time on your hands, come spend it back at the base. The men will miss you if you're gone too long. Ich
Ich wollte jetzt sowieso gehen, weil ich mich eigentlich jetzt waschen wollte. Das hat sich gerade auch erledigt. Okay. Gut. Muss ich mich nicht drum kümmern. Sind wir da? Ja. Wir sind da. Boss, a certain scientist has contacted us, wanting to defect from the east. His name is Emmerich. Ach was. The man we knew is Huey. We suspect he was complicit in the attack on Mother Base 9 years ago. He was working with Cypher. I've been waiting a long time for this. So I say, let's help Emmerich defect. Once he's here, we can sit down and catch up on old times. Emmerich is currently at Surak Power Plant. This is our chance. Boss, head for the power plant. Huey Emmerich. Unser Wissenschaftsgenie, vor 10 Jahren Metal Gear Sieg und den Peace Walker entwickelt. Ebenso wie die Piper, die Chrysalis und den Cocoon. Servus, guten Tag, meine Freunde. Ich bin ein bisschen dreckig, ich gehe mich gleich mal waschen.